What up? Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute Yooka-Laylee, ein klassisches 3D-Jump'n'Run aus dem Hause Playtonic Games, was vor ungefähr einem Jahr bei Kickstarter finanziert worden ist. Wir dürfen das heute schon ausprobieren, allerdings noch nicht die vollständige Version des Spiels, sondern erstmal eine Art Toybox, eine Art Alpha, Pre-Alpha des Spiels, einfach um schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern, was das Spiel überhaupt so alles kann. Und ich glaube, das könnte wirklich so einer der heißen Kandidaten werden für die nächsten Monate. Ich freue mich ganz besonders darauf und ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach schon mal direkt. Links sind unsere beiden Protagonisten, Yooka und Laylee. Und rechts ist irgendwie so ein Roboter, der irgendwas von uns möchte. Psst, war das ein Geräusch? Zeig dich! Komm näher, beweg dich mit dem Analogstick und springe mit A. Okay, werden wir machen. Und jetzt können wir uns tatsächlich auch erstmal frei bewegen. Man sieht das da unten links natürlich auch. Yooka-Laylee Toybox Pre-Alpha. Das heißt, ne, wie gesagt, das ist ja noch eine sehr frühe Version des Spiels. Man sieht das natürlich auch gerade noch so ein bisschen. Aber es soll in der Regel vor allem jetzt erstmal so darum gehen, dass man sich hier schon mal so ein bisschen austoben kann, schon mal ein paar Sachen ausprobieren, ein paar Mechaniken auszuprobieren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal direkt. So, was willst du denn? Was willst du? Organismus detected. Untersuchen, zerstören, töten. Psst. Oh, Entschuldigung. Ich habe dich gar nicht erkannt. Willkommen in meiner virtuellen Realität. Eine Simulation der echten Welt bzw. des Finalspiels. Was? Okay, wir können auf jeden Fall ein bisschen Springen ausprobieren, wir können ein bisschen Attackieren ausprobieren und mehr wird dann natürlich im finalen Spiel erfolgen. Okay, wir müssen alle 100 Quills einsammeln, dann bekommen wir irgendwas. Okay, ich bin sehr gespannt. Zugriff gewährt. Wir drücken Switch, um zu entern. Okay, das werden wir machen. Und hier geht's jetzt irgendwie los. Da ist jetzt offenbar das erste oder möglicherweise auch das einzige Level. Ja, ja, wir sollen los. Ja, okay. Ja, 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 ja. Achso. Aha, aha, aha. To ground smash. Moment. Also springen und den... Okay, dann macht er so eine geile Stampfattacke. Wenn man das einfach nur so macht, dann duckt er sich einfach nur. Was kann man auch noch so machen? Oh, man kann sich hier ein bisschen rollen. Okay, das sieht echt geil aus. So, wir gehen jetzt erstmal rauf und schauen mal hier so ein bisschen, was da abgeht. Bam. Und los geht's. Und hier öffnet sich die Tür und Alter, okay. Das ist ja schon so ein bisschen ausgereifter, als ich dachte. Wow. Ups. Oh, es gibt irgendwo einen Bug. Ich soll den Entwicklern sagen, dass hier es irgendwie ein Problem gibt. Na gut. Ja, 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 lass mich ehrlich spielen. So, hier geht's jetzt los und so sieht die Welt gerade aus und die Welt sieht wirklich schön aus. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das ist ja, glaube ich, hier so ein bisschen auf der Unity Engine basieren und es sieht echt, es sieht schick aus. Was haben wir denn jetzt hier? Ich bin ein Quill. Naja, ein virtuelles, realitätsmäßiges Quill. Wir sollen auf jeden Fall 100 davon einsammeln und bekommen dann irgendwas. Ein Pagey, eine Seite. Okay, oh, die machen schöne Geräusche. Okay, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Abgrund möglichst jetzt nicht reintreten. Hier ist schon mal so eine kleine Schatzkiste. Bzzzt. Ach so, okay. Das können wir jetzt im Moment noch nicht machen. Dafür brauchen wir erst besondere Hacking-Skills. Okay, oder wir können es einfach zerstören mit X. Nun, so geht es natürlich auch. Oh, guck mal, auch nochmal so zwei Quills. Okay. 5 haben wir schon, das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Gehen wir erstmal hier so ein bisschen, schauen wir erstmal so ein bisschen, was hier überhaupt abgeht. Das ist wirklich, man hat hier wirklich einiges zu tun. Ins Wasser kann man wohl auch. Ja, ja, ja. Er will uns jetzt erklären, wie man schwimmt. Okay, 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 okay. Also X können wir einfach untertauchen und mit A können wir wieder hochkommen. Ach, guck mal. Ach, guck mal, wunderschön. Hier sind auf jeden Fall auch nochmal so ein paar Quills am Start. Jetzt haben wir schon 8. Was geht da noch in diese Richtung? Ne, wie gesagt, es ist halt hier gerade noch so eine Alpha und es soll halt vor allem jetzt darum gehen, einfach mal so ein bisschen auszutesten, was in dem Spiel überhaupt so abgeht, wie das so funktioniert und wie man sich hier sofort bewegen kann. Deswegen wird das wahrscheinlich auch vorerst kein Let's Play hier werden, sondern erstmal so ein kleines Eindrucksvideo. So. Okay, gut, wir sollen so machen und dann springen. Ah, okay. Okay, okay. Moment, wir warten, bis das Mauna kommt. Und jetzt, hoch.
Yes. Ach so, wir können sogar noch fliegen. Moment, habe ich das richtig gesehen? Ah, shit, hier müssen wir es nochmal machen. Ah, okay, man kann... Alter, okay, das ist ja mega nice. Hier ist auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Parcours. Schauen wir uns hier nochmal einmal ganz kurz um. Lass mal wieder ein paar Quills. Kann ich sie einfach zerstören? Nee, kann ich nicht. Moment. Oh, die Kamera. Kann ich nicht einfach hier drüber? Man kann auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein bisschen gleiten. Finde ich eigentlich ganz nett. Kann ich nicht hier einfach irgendwie gegenbatschen? Achso, ich kann das Ding einfach verschieben. Na gut, so geht's natürlich auch. So, was geht hier noch? Sind hier auch irgendwie noch Gegner? Momentan natürlich nicht. Aber schön, dass die Kamera jetzt auch so direkt umschaltet. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. So, das kommt jetzt mal weg hier. Der ganze Müll, den brauchen wir nicht mehr. Quill. Und hier auch nochmal Quill. Das quillt mir hier gleich über. Okay, das ist jetzt auch nicht so ein schweres Rätsel. Da drüben ist nochmal der Robox, oder wie der heißt. Das heißt, diese Teile, die werden wir jetzt hier einfach so in die Löcher stopfen und werden dann hier durchkommen. Meine Güte, ey. So viel Arbeit für nix und wieder nix. So, was willst du? Ne, was hast du zu reden, hä? Grüße. Okay. Ich glaube, der kennt es gar nicht mehr. Ist vielleicht ein anderer? Ja, der ist ein bisschen traurig, ne? Ist ja alles nur eine Simulation hier. Das finde ich sehr geil. Der freut uns jetzt gerade wegen den Kameras. Ja. Okay. Der will natürlich, beziehungsweise die Entwickler wollen natürlich, weil das jetzt ja gerade noch eine Alpha ist, wollen die natürlich, dass man jetzt hier so ein bisschen Feedback da lässt und werde ich nachher auf jeden Fall auch machen. Aber jetzt gerade wollen wir erstmal noch ein bisschen ausprobieren und so ein bisschen schauen, was hier noch so abgeht. Jetzt gehen wir erstmal raus wieder hier aus diesem komischen Parcours und erkunden nochmal so ein bisschen die Welt in die andere Richtung weiter. So, einfach nochmal durch. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, welcher ist, wer der Yuka und welcher der Layli ist. Boah, jetzt erstmal hier. Moment, kann ich nicht hier einfach, hier theoretisch, hier kann ich doch bestimmt dann einmal ganz hoch, ne? Na, nicht so richtig, aber ich kann da vielleicht hoch. Ja, okay. Das Gute ist halt wirklich, dass der nicht so krass sinkt dabei. Oh, das ist nochmal ordentlich Quills. Die will ich mir auf jeden Fall gönnen. Moment. Nochmal hier hoch. Wie, das geht nicht? Das sieht so knapp aus. Ach, komm schon. Kann ich hier nicht einfach irgendwie so rum? Nee, es geht auch nicht, ne? Das heißt, ich bin hier rein theoretisch auf jeden Fall schon richtig. Wir könnten hier wahrscheinlich hoch. So. Darüber müsste er eigentlich auch gehen. Moment. Wow. Oh, shit. Oh, das war so dumm. Oh, das war so dumm. Komme ich hier wieder hoch? Nee, komme ich nicht. Verdammt. Na gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Schauen uns hier auch nochmal um. Bisschen Physik gibt es hier auch. Oder? Wenn ich einfach mal so eine Stampfattacke mache? Ja, so ein bisschen, ne? Okay. Dann schauen wir doch nochmal so ein bisschen, was hier unten abgeht. Ich glaube, im Wasser ist jetzt gerade wirklich, ist gerade hier zumindest gar nichts. Kann ich diesen Sprung auch von... das geht nicht, oder? Alter, das ist so knapp. Das müsste doch irgendwie funktionieren. Die Frage ist jetzt, ich müsste dann wahrscheinlich von hier aus... Moment. Nee, nicht so. Ich muss da noch draufbleiben. Das Problem ist halt, er bewegt sich dabei noch so ein bisschen. So nämlich. Ah, guck mal hier, wunderbar. Das war zwar auch schon wieder mega knapp, aber gut. Wenn es funktioniert, soll es mir recht sein. 20 haben wir schon. Dann haben wir jetzt hier 23. So. Gehen wir jetzt hier nochmal wieder rüber. Dieser Sprung, ey, der ist echt cool. So, natürlich hier nochmal direkt weiter. Oh, das war auch schon wieder arschknapp, aber gut. So. Und dann wären wir jetzt hier mit diesem Turm auch schon wieder durch. Dann können wir jetzt da weiter. Huiuiuiuiuiui. Okay. Ach, das Ding fährt sogar auch noch. Das habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Ich nehme die Challenge auf. Und hier rüber, und hier rüber, und hier rüber. Und... Okay, und jetzt... Naja, vielleicht schaffen wir das. Okay, das müsste gehen. Alles klar, cool. Nächste Kiste, wieder zwei Quills. Die sehen so geil aus irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum die so geil aussehen. Warum sehen die so geil aus? So, hier können wir runterrutschen. Oh yeah. Sehr gut, da ist auch noch einer. Und da sind auch nochmal drei. Moment, die würde ich mir natürlich auch nochmal ganz kurz einmal gönnen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt vielleicht wirklich alle 100 hier in diesem einen Video schaffen. Ach, das geht nicht, oder wie? Oh, das ist aber gemein. Kann ich denn vielleicht... Ah, shit. Ey, das ist ja voll gemein. Wieso geht das denn nicht? Moment, komme ich hier vielleicht hoch? Hier rutscht man wahrscheinlich auch wieder, ne? Naja, ich müsste mich wahrscheinlich von da oben runterlassen, aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Hier können wir auf jeden Fall rauf. Moment, was haben wir hier? Irgendwelche ägyptischen Zeichen? Ich weiß es nicht. Ah, verdammt, wo bin ich? Da bin ich.
So, Doppelsprung ist natürlich hier auch immer eine beliebte Alternative. So. Nein, hier brauche ich wieder den anderen Jump. Genau, sehr gut. Und hier vielleicht auch nochmal. Und wie sieht's hier aus? Hier kann ich einfach hoch. Okay, da oben sollten wir wahrscheinlich so irgendwie hinkommen. Alter, das sieht nicht sicher aus, was wir hier machen. Okay, okay, okay. Okay. Habe ich nichts verpasst, aber sieht alles eigentlich ganz gut aus. So, dann geht's jetzt hier weiter. So, so, so. Und den letzten sind wir jetzt hier wirklich am Ende angekommen. Dann nochmal einmal ganz kurz checken. Da unten ist schon wieder so ein Robox. Den lassen wir nochmal ganz kurz Robox sein. Und geh nochmal einmal hier ganz kurz zurück, denn ich möchte nochmal einmal so ein bisschen sehen, wie groß die Welt denn jetzt hier eigentlich so ist. Oder zumindest jetzt so diese Toybox-Welt. So, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich hier schon mal rüber. So, okay. Das war jetzt nicht so das schwerste Rätsel. Und da sind auch schon mal direkt wieder drei Quills. Dann nehmen wir nochmal einmal diesen Turm hier mit. Moment, rutschen wir hier auch wieder runter? Okay, blaue Sachen, da rutscht man also immer wieder runter. Das müssen wir uns merken. Okay, das geht schon mal nicht. Verdammt. Verdammt, man kann da noch nicht mehr springen. Das ist aber echt... Das ist aber fies. Okay, aber so geht's. Und vielleicht geht's ja direkt nochmal so. Beziehungsweise einmal runter müssen wir sowieso nochmal wegen dem Quill. Aber kann ich hier nicht auf die Stämme nochmal drauf? Oh ja, oh ja, das geht tatsächlich sehr gut. Das heißt, das müssen wir doch eigentlich jetzt hier packen. Das müssen wir doch packen, sehr gut. Und hier? Hä? Achso, ich kann da einen Zwischenstopp machen. Nein, nein! Oh, Yuka! Layli! Goddammit! Oh, wir waren noch so kurz davor, aber jetzt sind wir zumindest unter Wasser. Man kann offenbar wirklich die ganze Zeit unter Wasser sein, ohne irgendwie abzuschmatzen. Hm. Ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, ne? Wieso eigentlich nicht? So, wir sammeln natürlich jetzt hier unter Wasser auch nochmal ganz kurz ein bisschen was ein. Das Schwimmen funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, man kann das Projekt im Moment nicht, beziehungsweise man kann es, glaube ich, doch noch irgendwie unterstützen, aber ich glaube, man kriegt diese Toybox jetzt nicht mehr, nachträglich. Aber das finale Spiel soll, naja, offiziellen Angaben eigentlich noch dieses Jahr erscheinen. Ich bin sehr gespannt, ob das noch was wird. Es wäre auf jeden Fall wirklich cool, weil so Jump'n'Runs, finde ich, gibt's einfach, oder zumindest so 3D-Jump'n'Runs, gibt's einfach wirklich in letzter Zeit einfach ein bisschen selten. Und fände ich eigentlich ganz schön, wenn das mal wieder so ein bisschen so ein Revival bekommen würde. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Was ist das hier für ein Parcours? Was kann ich hier machen? Was kann ich hier machen? Ah, guck mal, pink. Hä? Was ist denn hier los? Okay. Kann ich nicht einfach... Moment, was ist denn... Kann ich nicht da rein? Was ist denn das? Was heißt denn hier pink? Was kann ich hier machen? Was kann ich hier machen? Ich will irgendwas machen. Guck mal, da sind Quills drin. Ich sehe die doch. Verdammt. Aber ich komme da nicht rein. Na gut. Schauen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Was ist denn da? Oh, ein mysteriöser Nebel. Ah, okay. Wow, Alter. Okay. Bis. Ja. Ist ganz schön furchtbar, dieser Windzug. Das heißt, der wirkt sich wahrscheinlich auch aus der Luft aus, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier rüber möchte. Ach so, hier ist ein bisschen Auftrieb, glaube ich. Kann das sein? Ja, nicht so richtig. Okay. Gehen wir erstmal hier ein bisschen weiter und schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Hier ist auch nochmal so ein bisschen Wind. Ja, ein bisschen ist gut. Okay, gehen wir erstmal hier in diese Richtung. Wow, kann ich auch... Okay, ich kann wirklich nicht dagegen ankommen. Holy shit. Na gut, wir gehen nochmal einmal kurz eine Runde hier. Und jetzt auf die andere Seite. So. Hat funktioniert. Da ist jetzt wieder so ein pinkes Ding. Keine Ahnung, was das heißt. Oh, 4 Stück direkt. Nice. Ja, 50 haben wir jetzt. 50 Quills. Dieser Name, ey. Okay, hier auch nochmal ganz kurz. Wunderbar. So. Was sollen diese Pinken? Was sagen die Pinken mir? Ist das vielleicht einfach so ein bisschen so eine Wegmarkierung? Ich weiß es nicht. So, jetzt auf jeden Fall hier nochmal rüber. Einfach so ein bisschen, um mir zu zeigen, wo es lang geht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. Wow! Alter! Alter, was soll denn der Scheiß? Greifen die mich einfach an, oder was? Wieso tun die weh? Was soll denn das? Okay. Das waren jetzt so die ersten Gegner. Ich glaube, Gegner gibt es tatsächlich gerade noch so gar nicht. Oh, was haben wir denn da oben? Habt ihr das gesehen? Da war doch schon wieder ein Schalter. Da müsste man doch irgendwie drankommen. Moment. Wir gehen nochmal einmal... Ah, shit, jetzt müssen wir nochmal ganz hier einmal rum. Wir gehen nochmal einmal hier so. So.
Geht das, geht das, geht das? Ja, das geht. Ja, das geht. Das können Sie doch. Sehr gut. Kann ich hier vielleicht schon mal rauf? Nee, kann ich leider nicht. Gibt es irgendwas Höheres? Ja, das ist wahrscheinlich höher. Aber es ist nicht mehr so nah. Wir müssen halt mindestens auf das Grüne kommen. Aber vielleicht funktioniert das. Vielleicht funktioniert das. Okay, seine Kraft nimmt auch nochmal wirklich krass ab mit der Zeit. Nein, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Wie nervig ist das denn? Ist aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm, denn ich glaube, wir hatten sowieso jetzt heute keine Zeit, das ganze Ding hier durchzuspielen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann schauen wir einfach nochmal so ein bisschen, ob wir noch ein bisschen Ukulele spielen. Ansonsten werden wir da sehr wahrscheinlich auch spielen, wenn das finale Spiel erscheint. Und gut, ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.